U21 EM. Spanien gegen Belgien. Die beiden Teams treffen in Gruppe aufeinander. Und das Überraschende war, Belgien hatte das erste Spiel verloren. Und Spanien hatte das erste Spiel verloren. Beide Teams haben im ersten Spiel auf den Sack bekommen. Wo ich beide Teams mit als Favoriten. Ich meine mal nach, ist Gruppe A die schwerste Gruppe. Und zum Spiel. Spanien hat knapp, ergebnistechnisch knapp gewonnen. Aber sie waren die viel bessere Mannschaft. Schusstechnisch. Spanien hat 25 Schüsse in Richtung Tor, währenddessen Belgien nur 10 hat. Spanien hat 10 Schüsse aufs Tor, Belgien nur 4. Ballbesitzmäßig ist auch relativ deutlich, 67% für die Spanier und 33% für Belgien. Also der Sieg ist verdient. Es hätte viel deutlicher ausgehen können und müssen. Sie haben im Endeffekt die Tore nicht gemacht, sie haben ein spätes Tor gemacht und dadurch gewonnen. Aber es hätte nicht so eng sein müssen, sind wir mal ganz ehrlich. Zum Spielverlauf 6. Minute 1-0 Spanien, 24. Ausgleich Belgien und in der 89. erst der Führungstreffer zum Sieg. Das war der zweite Spieltag von denen. Die anderen aus der Gruppe Italien und Polen spielen noch und dann wissen wir, wie das Gruppenverhältnis aussieht. Aktuell Spanien hat noch Chancen aufs Weiterkommen, relativ gute Chancen. Aber für Belgien sieht es eng aus. Da müssen wir leider ehrlich sein. Belgien hat schlechte Chancen, dass sie überhaupt die Gruppenphase schaffen. Glückwunsch Spanien meinerseits. Schade an Belgien.